Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Rezension von mir. Bevor ich jetzt weiterspreche, wundert euch nicht, dass der Ausschnitt und so ein bisschen das Bild vielleicht etwas anders aussieht. Ich filme nämlich gerade mit meiner Handykamera, weil meine Webcam aufgegeben hat. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob von der Qualität her das irgendwie einen Unterschied macht, ob euch das vorher besser gefallen hat oder jetzt, weil wenn jetzt auch okay ist, dann kann ich natürlich auch weiterhin mit der Handykamera filmen. Worum geht es heute? Heute geht es um Der Atem einer anderen Welt von Shannon Maguire. Das Buch ist im Fischer Thor Verlag erschienen und zwar gerade erst Anfang des Jahres, Februar 2019. Und ihr habt das schon in zwei meiner Videos gesehen. Und zwar als erstes in den Neuheiten-Videos für das erste Halbjahr 2019, wo ich euch die Bücher vorgestellt habe, die mich besonders interessieren, die jetzt neu erscheinen. Und da war dieses hier dabei, denn die Idee fand ich einfach grandios. Daher freue ich mich auch, dass das als Rezensionsexemplar vom Verlag bei mir eingezogen ist. Vielen lieben Dank dafür an den Verlag. Das Buch kostet 19,99 € neu als gebundene Ausgabe, hat etwa 450 Seiten und ja. Sieht auch wirklich sehr, sehr schön gestaltet aus. Unter dem Schutzumschlag ist das Ganze orange. Fand ich auch interessant. Hat mich überrascht. Worum geht es hier eigentlich? Welche Idee hat mich so sehr angefixt? Und zwar dreht es sich hier um ein Internat, das Kinder aufnimmt, die ja in fantastische Welten geraten sind, durch verschiedene Portale in andere Welten gekommen sind, durch Türen, durch Treppen, durch Koffer irgendwie in eine andere Welt gelangt sind, allerdings wieder zurück in unsere Realität gekommen sind und damit jetzt erstmal klarkommen müssen, denn sie haben sich verändert in den Welten, sie werden natürlich jetzt auch nicht für voll genommen von ihren Eltern für verrückt erklärt, weil sie seltsame Dinge erzählen und sie haben vielleicht auch in diesen fantastischen Welten ihr Zuhause gefunden und möchten jetzt so gerne wieder zurück, was aber fast unmöglich scheint, denn es öffnen sich sehr, sehr selten Portale wieder in dieselbe Welt. Ja, und diese Kinder werden aufgefangen in dem Internat von Eleanor West, denn diese Frau hat dasselbe damals erlebt und möchte eben Kindern jetzt eine, ja, Perspektive bieten und ja, ihnen ein zweites Zuhause geben, wenn auch nicht das gewünschte, aber so leben sie immerhin unter Gleichgesinnten und können in der richtigen Weise therapiert werden. Denn Eleanor West gibt den Eltern vor, es wäre ein Sanatorium für Kinder, die halt eine sehr, sehr sprudelnde Fantasie hätten und sie dort halt eben zu therapieren, aber eben auf eine ganz andere Art und Weise, wie sie es denn wirklich tut. Ja. Man muss dazu sagen, dass diese Geschichte bzw. dieses Buch drei Geschichten enthält, denn im Original sind es eigentlich drei Bücher, die einzeln rausgekommen sind. Im Deutschen hat man sich entschieden, hier so ein Sammelband rauszubringen, die ersten drei Geschichten halt eben hier zusammenzufassen. Es gibt im Englischen schon eine vierte Geschichte, ob jetzt der deutsche Verlag hier, Fischer Thor Verlag, wartet, bis die nächsten drei erscheinen. Weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie viele insgesamt erscheinen sollen. Allerdings, ja, ist das jetzt auch egal, denn hier befinden sich auf jeden Fall drei Geschichten in einem Band. Die erste handelt von Nancy, die eben auch in einer anderen Welt war. Sie war in einer Unterwelt, in einer sehr, sehr düsteren Welt, wo es eben eine große Kunst ist, ganz, ganz still zu halten, wie eine Statue. Und darin hat sie irgendwie ihren Lebenssinn gesehen. Jetzt kommt sie wieder zurück und muss feststellen, dass ihr diese Realität viel zu bunt, viel zu hektisch ist. Und ja, ihre Eltern merken natürlich auch die Veränderung. Jetzt soll sie an dieses Sanatorium wieder geheilt, in diesem Sanatorium wieder geheilt werden. Und sie kommt an diese Schule, an dieses Internat und muss feststellen, dass es alles ganz anders aussieht. Und mit Nancy lernen wir halt eben das Internat ein bisschen kennen, genauso wie die Bewohner. Denn die Schüler kommen aus verschiedensten Welten. Also es gibt bunte Kuchen-Zuckerwelten und es gibt eben wie Nancys Welten düstere Unterwelten. Und ja, das Ganze ist sehr, sehr facettenreich, so wie eben auch die Personen, wie die Kinder hier eben an der Schule. In der zweiten Geschichte lernen wir Jack und Jill besser kennen, denn in der ersten Geschichte sind sie auch schon oder spielen sie auch schon eine wichtige Rolle. Allerdings ist die zweite Geschichte eher in der Vergangenheit angesiedelt. Wir sehen, wie sie aufwachsen.
wie sie in bestimmte Rollenbilder hineingesteckt werden von ihren schrecklichen Eltern und wie sie in eine andere Welt halt aus diesen Rollenbildern ausbrechen können und so sein können, wie sie wollen. Dadurch trennen sich leider auch ihre Wege. Also sie sind Geschwister und ja, sie werden in dieser Welt noch mehr getrennt und sie werden dann auch zu Gegenspielern. In dieser Welt, die auch eher eine düstere Welt ist, so zwischen Wissenschaft und Vampirismus, sage ich mal, und die eine Schwester auch in die eine Richtung geht und in die andere, haben beide so ihre Mentoren und ja, da geht es dann halt auch darum, ja, wie sie sich unterschiedlich entwickeln und ja, wie sie dann irgendwann auch wieder zurück gelangen, weil irgendwie werden sie ja auch in Eleanor Wests Internat landen. Ja, das ist die zweite Geschichte und die dritte spielt dann wieder im Internat von Eleanor West. Dort lernen wir wieder neue Figuren kennen, aber wir erblicken auch wieder alte Gesichter, die wir ein bisschen näher kennenlernen. Und zu Anfang spielt das Ganze wieder in dem Internat und dann reisen wir aber auch in verschiedene Welten. Ja, das so ungefähr zum Inhalt. Und jetzt möchte ich natürlich auch zu meiner Meinung kommen. Wenn ihr meinen Lesemonat schon gesehen habt, dann wisst ihr vielleicht, dass das für mich leider eine große Enttäuschung war. Ich habe davon wirklich sehr, sehr viel erwartet. Das ist natürlich auch immer sehr, sehr schwierig, wenn man viel erwartet. Aber hier ist es wirklich, mal abgesehen von den großen Erwartungen, einfach leider für mich ein Flop gewesen. Ich habe das zusammen mit der lieben Julia vom Kanal Leseritter gelesen und das war unsere erste Leserunde und wir waren beide sehr, sehr gespannt darauf und hatten wirklich, ja, uns sehr viel davon erhofft. Ist natürlich schade, dass unsere erste Leserunde gleich so ein Flop geworden ist. Ja, aber jetzt komme ich auch zu den Argumenten, warum es mir nicht gefallen hat. Der erste große Punkt ist einfach, dass diese ganz, ganz tolle Idee oder beziehungsweise die viele verschiedenen tollen Ideen und dieses besondere Buch, was es ja nun mal ist, sehr, sehr viel Potenzial verschenkt hat. Denn ich fand einfach gerade dieses Internat und diese Idee zu überlegen, was passiert denn mit den Kindern, die zurückkommen und die eigentlich dort bleiben wollten und denen nun keiner glaubt und die nun psychisch auch so ein bisschen angeknackst sind, fand ich das sehr interessant. Wie sieht denn jetzt nun der Alltag in dieser Schule aus? Wie sieht der Unterricht aus? Und vor allem, wie sieht die Therapie aus? Denn es gibt Einzeltherapie, es gibt Gruppentherapie, wo jeder auch von seiner Welt erzählt und das hat so viel Potenzial, aber davon erfährt man so gut wie nichts. Sehr, sehr schade. Und auch so, wie die Welten so eingeordnet werden, das wird auch nur ganz oberflächlich angerissen. Das fand ich aber so interessant, denn es gibt so eine Art Koordinatensystem, so habe ich mir das immer vorgestellt. Auf der einen Seite liegt das Extrem Logik und auf der anderen Seite das Extrem Unsinn, genau, und dann gibt es noch, ich glaube, Bosheit und Tugend und dazwischen werden immer die Welten einsortiert und ich fand es schade, dass das nicht ein bisschen mehr ausgearbeitet wurde, auch da wieder sehr viel Potenzial verschenkt. Und mein zweiter großer Kritikpunkt sind die Figuren, denn wir betrachten diese Figuren aus einer sehr, sehr großen Distanz. Wir begleiten zwar immer eine andere Figur, eine ja, Hauptperson bzw. einen Protagonisten, im ersten halt Nancy, aber wir kommen gar nicht an sie heran. Wir haben weder Zugang zu ihrer Gedankenwelt noch zu ihrer Gefühlswelt. Und deswegen sind mir diese Figuren auch nicht ans Herz gewachsen. Sie haben mich auch nicht richtig interessiert. Im ersten Teil erspinnt sich auch so ein kleiner Kriminalfall. Es passieren Morde und die gingen mich überhaupt nicht an. Also das war ja, völlig emotionslos leider. Und das ist natürlich auch schade. Vor allem, weil hier mal wieder großes Potenzial darin steckte, weil viele, viele interessante Persönlichkeiten man sehr, sehr gut hätte ausarbeiten können. Das war ja aber leider hier überhaupt nicht gegeben. Ich fand hier keine Person sehr interessant, wollte da nicht irgendwie mehr erfahren oder habe da irgendwie mitgefühlt. Besonders eben in der ersten und in der dritten Geschichte nicht. Die zweite Geschichte war eine kleine Ausnahme, weil die fand ich auch ein bisschen außerhalb stand. Die kann man eigentlich auch
ja, ohne die beiden anderen Geschichten gelesen zu haben, sehr gut lesen, weil die eigentlich für sich steht, wie Jack und Jill aufwachsen, wie sie in diese Welt gelangen und wie sie dort ja, weiterleben und schließlich dann zurückkommen. Das war irgendwie auch eine runde Sache. Ich mochte auch die Welt sehr, sehr gerne, weil sie eben so einen Horror-Flair hat, auch so einen klassischen Horror, weil mich das eben an Frankenstein und Dracula zugleich erinnert hat, so eine Mischung aus beiden, aus dieser Wissenschaft und aus ja, diesen sinnlichen, blutigen Vampirismus. Und deswegen hat mir die Welt auch sehr gut gefallen. Aber auch hier war viel Potenzial leider verschenkt, was eben auch mein dritter Kritikpunkt ja, unterstützt, denn diese Geschichten sind eben sehr, sehr kurz. Also wenn man überlegt, das ist ein Sammelband aus drei Romanen und jeder Roman hat dann nur 150 Seiten Platz, dann sind das eigentlich eher Kurzgeschichten. Und ich bin ja eh nicht so der Fan von Kurzgeschichten, nur wenn sie rund ausgearbeitet sind und irgendwie auch einen Knall und so einen besonderen, eine Wendung haben und in sich rund sind, dann gefallen mir Kurzgeschichten gut. In der zweiten Geschichte wurde das, wie gesagt, auch gut umgesetzt und die Personen gingen ein bisschen näher, weil wir eben auch gemerkt haben, wie sie aufwachsen, was ihre Probleme sind. Aber da wurde auch vieles wieder angedeutet, was eben nicht tiefer ausgearbeitet worden konnte. Es ging halt auch vieles, also jetzt nicht nur in der zweiten Geschichte, sondern auch in allen Geschichten sehr, sehr holterdiepolter. Es wurde sehr, sehr viel übers Knie gebrochen und es ging, ja, vieles sehr, sehr schnell. Ja, und wurde sich einfach zu wenig Zeit gelassen. Was auch besonders war und was mir auch eigentlich ganz gut gefallen hat, war der Schreibstil, denn der hatte auch wirklich was Besonderes, hat immer wieder auch als Erzähler immer wieder in die Geschichte mit eingegriffen und den Kommentar mit dazu gegeben, auch immer solche Kommentare gegeben, ja, okay, jetzt fokussieren wir uns mal mehr auf diese Person, jetzt wenden wir uns mal wieder hier ab, das macht jetzt keinen Sinn mehr, diese Person zu begleiten. Sowas gefällt mir immer sehr, sehr gut stilistisch, wenn der Erzähler mit einbezieht. Manchmal hat er mir aber ein bisschen zu sehr den erhobenen Zeigefinger gegeben, denn es geht hier halt eben auch viel um die Entwicklung von Kindern, um die Erziehung von Kindern, ob die Rollen schon vorgegeben sind. Und was ich als Themen und als Kritik, als Gesellschaftskritik sehr klasse finde, aber manchmal wurde das einfach zu explizit und mit der Nase und mit dem Zeigefinger halt zu sehr drauf gestoßen, dass es dann wieder den Lesefluss gestört hat. Aber an sich fand ich den Schreibstil besonders und klasse. Allerdings war der nicht konsequent durchgezogen, weil ich hatte das Gefühl, dass sie das manchmal verloren hat, den Faden, wie sie geschrieben hat, dann einfach ganz anders geschrieben hat, wieder diese ganz große Distanz auf die Figuren und dann hat irgendwie auch der Schreibstil das Ganze nicht mehr rausgerissen. Besonders in der dritten Geschichte wird es dann noch mal sehr skurril, sehr bunt, sehr verrückt und eigentlich mag ich ja skurrile und bekloppte Geschichten und ich habe mich gefragt, warum mag ich das jetzt nicht? Warum gefällt mir das nicht? Warum ist das jetzt nicht das, was du gerne lesen möchtest? Weil du doch eigentlich sehr, sehr gerne skurrile Geschichten magst. Und darüber habe ich mir Gedanken gemacht und bin schließlich dann auf, ja, die Lösung gekommen, dass es eigentlich jeder kann, eine skurrile Geschichte zu entwerfen und skurrile Sachen aneinander zu reihen und einfach verrückte Sachen zu nennen. Aber es ist eben die Kunst daran, etwas Skurriles, etwas Fantastisches glaubwürdig zu machen und dahinter auch ein System zu haben und dahinter irgendwas, ja, das Skurrile logisch zu machen. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde, das ist allgemein in der Fantasy eben eine sehr große Kunst, aber gerade auch bei Skurrilem. Ich mag halt auch eben sehr gerne Walter Mörs lesen, der hat ja auch eben so dieses Skurrile und dieses total Verrückte und man möchte meinen Nonsens, aber es hat eben doch Hand und Fuß, eben doch durchdacht und hier hatte ich das Gefühl, dass es ja möglichst skurril sein sollte, möglichst verrückt, damit das beeindrucken kann, damit es sich abhebt von anderen, was es auch tut, aber was es für mich total den Reiz verloren hat, weil es halt eben nicht durchdacht war, meiner Meinung nach. Ja, Julia und ich haben auch dann irgendwann festgestellt, dass obwohl das ja so Holterdiepolter geht und ja sehr schnell vorangeht und die, ja, Bücher ja nur 150 Seiten haben, wir uns wirklich durch die Seiten durchquälen mussten und uns auch die letzte Geschichte dann wirklich nicht mehr gefallen hat, auch die Auflösung nicht mehr. Ich bin zwar interessiert daran, wer jetzt in der vierten Geschichte begleitet wird, also wer jetzt näher beleuchtet wird von den Figuren, ob das eine neue
Person ist oder ob das ja, eine Altbekannte aus den vorigen ist, aber ich möchte diese Reihe nicht weiterlesen, nicht weiterverfolgen. Viele würden vielleicht auch überlegen, ist das jetzt eigentlich ein Jugendbuch? Weil man könnte ja auch eigentlich überlegen, dass es von den Themen her und von der Idee her sehr gut als Jugendbuch durchgehen könnte. Das habe ich auch erst überlegt, aber es ist wirklich zwischenzeitlich sehr, sehr brutal und blutig, besonders im ersten Teil, wo es dann auch um diese Morde geht, wo ja, Körperteile fehlen und manchmal ist es dann auch auf einmal sehr überraschend. Geht es denn unter die Gürtellinie ein bisschen, was ich überraschend und eigentlich auch positiv überraschend fand, denn weil es das Ganze ein bisschen aufgefrischt hat und aufgelockert hat, ein bisschen humorvoll gemacht hat, aber das waren leider sehr, sehr seltene lichte Momente. Also außer der zweiten Geschichte und der tollen Idee und ab und zu den tollen Schreibstil kann ich da leider nicht viel Positives dran sehen. Es gibt allerdings auch einige positive Meinungen, zum Beispiel die liebe Ruth von Zwischen tausend Zeilen schwärmt ja in den höchsten Tönen davon und ich glaube auch die liebe Steffi von Lady of the Books hat es gefallen mit einigen Kritikpunkten. Also lasst euch nicht abschrecken, wenn ihr sagt, ihr möchtet das unbedingt ausprobieren. Vielleicht ist es dennoch etwas für euch, obwohl ich das jetzt so sehr kritisiert habe. Aber ich glaube einfach, dass es vielleicht auch Geschmackssache ist. Und wenn ihr sagt, euch interessiert das trotzdem. Und ich habe auch eben gemerkt, als ich den Inhalt so zusammengefasst habe, habe ich wieder gedacht, das klingt so toll. Wenn ich mir das selbst so vorsage, dann möchte ich es am liebsten nochmal lesen, obwohl ich ja weiß, dass es so blöd war. Also wie gesagt, sehr viel verschenktes Potenzial. Ich finde es sehr, sehr schade. Es wird aber ausziehen und ich werde, wie gesagt, die Reihe nicht weiterverfolgen. Wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr diese Reihe schon gelesen? Habt ihr dieses Buch schon gelesen auf Englisch oder auf Deutsch? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Da bin ich wirklich sehr gespannt, ob es ja, andere Meinungen gibt oder ob ihr meine Kritikpunkte gut nachvollziehen könnt. Ja, das war es von meiner Rezension. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude daran. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.